Hallo! Heute ist ja Vatertag. Oder, wie man bei uns im Osten sagt, Herrntag. Am Anfang habe ich immer Herrntag verstanden und habe gedacht, na ja, freilich, wegen den ganzen Männer, die den ganzen Tag besoffen irgendwo nachbieseln, gell? Herrentag. Sexistische Kackscheiße. Als Vater, da sollst du den ganzen Tag saufen und unmöglich sein. Und als Mutter, da kriegst du was Wüstes bestelt, ein verbranntes Spiegelei und danke, dass du immer so viel kochst und putzt für uns. Aber nicht mit mir. Ich war nämlich dieses Jahr am Muttertag gar nicht daheim, sondern bin den ganzen Tag besoffen mit dem Leiterwagen durch Berlin getorkelt. Sich in der Öffentlichkeit aufführen, das ist der Saugraus, können nämlich nicht bloß die Männer. Hashtag Feminismus, Hashtag Saufen bis zur Gleichstellung. Das Blöde war bloß, ich war halt ganz allein. Keine von meinen Freundinnen wollte mitkommen. Da musste ich den ganzen Kasten Baileys und 3 Flaschen Sekt allein trinken. Man, den Rest kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, irgendwann ist mir mein Leiterwagen in Spree reingerollt und dann bin ich mit der Tram heimgefahren und habe mich neben so eine ganz nette Familie reingesetzt. Und dann ist mir's total schlecht geworden. Und ich habe wirklich gedacht, das wäre ein Mülleimer und nicht der Kinderwagen. Aber heute ist was los auf der Straße, gell? Und jetzt hatte ich eine Idee. Ich gehe einfach heute nochmal mit. Jetzt bin ich ja im Training, gell? Schatz, bist du das? Du, ich wollte gleich nochmal geschwind raus. Ich bin in 4-5 Stunden wieder da, gell? Und guck mal, was die Kinder dir schönes bestelt haben. Fröhlicher Vatertag. Herrntag.